Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taxi Life, a City Driving Simulator. Wir sind gerade hier auf dem Weg zu der Herausforderung, die wir in der letzten Folge schon mal versucht hatten. Da war ich noch ein bisschen zaghaft unterwegs. In dieser Folge werden wir zum Beginn dieser Folge direkt nochmal diese Herausforderung rocken und ich hoffe mal, dass wir diesmal ein bisschen besser dadurch kommen und hoffentlich auch erfolgreich dadurch kommen. Ich bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall gleich am Zielort. Es sind noch 0,41 Kilometer. Ich nehme diese Folge übrigens direkt im Anschluss von der letzten Folge auf. Das heißt, es gibt natürlich noch kein Update, dass hier irgendwelche Fehler behoben wurden. Es kann natürlich sein, bis diese Folge rauskommt, dauert es noch ein paar Tage. Das heißt, ich nehme diese Folge jetzt am, was haben wir heute, den 13.03. auf. Das heißt, es kann natürlich sein, dass bis diese Folge erscheint, dass da schon ein Update da ist. Falls es der Fall sein sollte, werde ich das in die Kommentare reinschreiben, falls ich es mitbekomme. Falls es im Urlaub nicht mitbekommen sollte, ich denke mal, der eine oder andere wird es bestimmt dann dort hinschreiben. Genau. Ja. Ansonsten bin ich mal sehr gespannt auf die Herausforderung. Wir werden diesmal dann wahrscheinlich auch entgegen der Einbahnstraße da durchrasen, weil wir haben festgestellt, das letzte Mal mit dem Geduld mit der Anzeige, da kann man sich nicht so drauf verlassen. Die schwindet dann extrem schlagartig, sehr merkwürdig dann weg und es ist dann nicht so toll. Deswegen fahren wir dann in dem Fall einfach durch die Einbahnstraße auch durch. Wir sollen ja nur dafür sorgen, dass wir uns nicht umbringen. Der Rest ist dem Fahrgast egal. Mal gucken, ob er auch die Blitzerbilder und so weiter dann übernimmt, aber eigentlich muss er das ja dann machen. Naja, gut, wir haben ja keine Kontaktdaten von dem, das heißt, wahrscheinlich werden wir den nie mehr finden und die ganzen Strafen werden wir selber bezahlen müssen. Naja, ich hoffe mal, dass wir dann wenigstens ein gutes Trinkgeld bekommen. Weil anders wäre das ja ein bisschen blöd, wenn man sein Fahrzeug so riskiert, plus Strafen riskiert und und. So, da sind wir wieder. Da ist der Startpunkt von der Herausforderung. Da geben wir gleich mal richtig Gas, was? Ja. Er ist in Eile. Deswegen sollen wir Gas geben. Und, aber wir sollen nicht, wir dürfen nicht, das habe ich ja gar nicht gesehen, wir dürfen nicht langsamer als 40 km/h fahren, aber gut, wir muss ja schon ein bisschen langsam um die Kurven fahren, sonst komme ich da gar nicht rum. So, scheiß auf die Einbahnstraße. So, damit haben wir jetzt ein bisschen Weg gut gemacht, wir fliegen einfach mal über diese Bodenwelle drüber. Und hier fahren wir auch, wobei, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Der ist zu langsam. So verlieren wir Geduld. Ja, okay, die Geduld lässt extrem schnell nach, wenn wir zu langsam sind. Gut, das war jetzt nicht so geplant. Also man muss über 40 km/h schnell fahren, damit die Geduld nicht abnimmt oder langsamer abnimmt. Gut, wir haben jetzt hier komplett die Verkehrsregeln missachtet, entgegen der Einbahnstraße und so weiter und so fort. Die letzten paar Meter waren echt schlecht, weil wir hatten halt das Fahrzeug vor uns. Ich konnte auch nicht vorbeifahren, über Bürgersteig wäre nicht möglich gewesen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben für die Fahrt 219 Geld bekommen und wir haben Trinkgeld 321 bekommen. Ist zwar geil, ja an sich, schneller Auftrag, viel Geld, aber ob es das wert ist, sein Fahrzeug zu riskieren, plus Strafen zu riskieren, ja die Schäden vom Fahrzeug dann bezahlen, wenn man einen Unfall baut, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall trotzdem lustige Herausforderung. Man sollte trotzdem nicht entgegen der Fahrtrichtung fahren, habe ich gerade gesehen. Das gibt nämlich auch nochmal Ärger. Gut, wir fahren hier gerade in der Straße, wo wir nicht fahren sollten, aber oh, was ist denn das hier für eine schöne Straße? Oh, die sieht ja nice aus. Gefällt mir, so richtiges Altstadt-Feeling. Richtiges Altstadt-Feeling. Schön. Jetzt würde ich nur hier gerne ein bisschen weiter rauszoomen, damit ich ein schöneres Bild bekommen könnte, aber naja, geht halt leider nicht. So, wir suchen uns jetzt mal den nächsten Auftrag aus und da haben wir die nächste Herausforderung. Alles klar. Schwierigkeitsgrad leicht. War das bei dem ersten auch leicht? Keine Ahnung. Aber ich habe in der letzten Folge das hier oben nicht gesehen, dass man nicht langsamer als 40 km/h werden darf. Das habe ich jetzt gerade erst wahrgenommen, weil man natürlich gleich, wenn die Aufgabe so losgeht, gleich im Stress ist, habe ich nicht gesehen. Hätten sie direkt hier mittig einblenden sollen, werd nicht langsamer als 40 km/h oder so. Nicht hier oben irgendwo im Eck. Gerade bei meinem großen Monitor geht hier oben im Eck das gerne mal unter. Naja, gut. Ja, wollen wir direkt die nächste Herausforderung annehmen? Das ist nämlich gerade in der Nähe. So kurze Strecke. Komm, wir machen direkt noch die nächste Herausforderung. Und dann fahren wir mal wieder normal hier durch Barcelona. Aber ich bin ja wirklich so von der Map eigentlich begeistert. Ich finde die richtig cool. Was halt echt kompliziert ist, ist stellenweise die Streckenführung. Das kann aber sein, dass es in der Realität genauso ist. Ja, also ich meine jetzt zum Beispiel Sachen, wo du
Ich habe hier echt Probleme mit dem Lenken stellen, weil ich so schnell lenken muss, weil ich sonst mein Mikro umhau. Ja, besonders wenn du halt, was weiß ich, mit zweispuriger Straße abbiegst und kommst am Ende an der fünfspurigen Straße raus und du hast keinerlei Linienführung quasi auf der Kreuzung. Da ist man schon mal so ein bisschen überfragt stellenweise, wo man dann jetzt eigentlich hingehört. So, das Ding überfahren wir gerade mal. Oder umfahren wir gerade mal, nicht überfahren wir. Kommt die Polizei entgegen. Hat aber nichts gemacht. Wir sind also ordentlich gefahren angeblich. Da müssen wir jetzt gerade mal hin. So, machen wir die nächste Herausforderung noch und dann machen wir noch eine normale Fahrt. Hallo. I'm in a hurry. You'll get a big tip when we get to our destination quickly. Just don't kill us. Ja, ich werde versuchen, uns nicht umzubringen. Also, über 40 km/h sollen wir fahren. Das kriegen wir hoffentlich hin. Ich weiß nicht, ob ich über rote Ampeln fahren darf. Keine Ahnung. Ich würde es einfach mal riskieren. Für ein großes Trinkgeld. Aber wahrscheinlich dürfen wir rote Ampeln auch nicht überfahren. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich habe das gerade irgendwie nicht richtig wahrgenommen, wo da die Einfahrt ist. Gut, wir fahren einfach hier außen rum. Ich habe schon wieder keine Einfahrt gesehen. Verdammt! Scheiß auf die Einbahnstraße gerade mal. Solange da niemand entgegenkommt. Und es kommt niemand entgegen. Was macht die Geduld? Oh, die Geduld ist super. Ich habe zweimal die Einfahrt nicht in die Straße gesehen. Das ist natürlich mies. Aber gut, wir waren super durchgerutscht hier gerade. 425 Geld haben wir bekommen. Wir sind halt über zwei rote Ampeln gefahren. Ja, man soll also auch in der Herausforderung an roten Ampeln halten. Ich weiß nicht, ob dann der Geduldsbalken stehen bleibt. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder failen bei der Herausforderung. Ja, wir sind halt natürlich jetzt auch falsch rum in die Einbahnstraße reingefahren. Aber Hauptsache, der Kunde ist glücklich. So, wir haben trotzdem gut Geld bekommen. Achso, jetzt habe ich vergessen, den nächsten Auftrag anzunehmen. Nächster Auftrag wäre entweder der oder der. Ich würde fast sagen, wir nehmen den hier an, genau. Emily Galvez. Den Auftrag nehmen wir an. Dafür müssen wir nur hier gerade mal wenden. Ja gut, können auch hier eigentlich entlang fahren oder wir fahren halt jetzt nochmal einen Meter zurück. Ist gerade eh keiner hinter uns. Dieses Bremsgeräusch hier. Man denkt immer so, ich hau voll auf die Bremse, aber mache ich nicht. So, fahren wir jetzt doch einfach mal. Jetzt sind wir die Bremsspuren auf der Straße. Okay, da habe ich auch wirklich voll gebremst. Jetzt fahren wir auch mal richtig herum durch die Einbahnstraße. Ach, ich finde es auch irgendwie mal nice, hier so durch die Stadt durchzurasen. Gerade mit diesen engen Gassen. Jetzt hätte ich gern irgendwie so Krankenwagen- oder Rettungswagen-Mission hier auf der Map, wo ich plaudig durch die Gegend fahren muss und dann halt schnell die Person ins Krankenhaus bringen muss. Hätte ich jetzt irgendwie voll gerne. Naja. Was haben wir hier Schönes zu entdecken? Keine Ahnung, da ist ein Fragezeichen. Achso, übrigens, hallo. Ist eine normal schwere Fahrt, sind 4,45 Kilometer. Sollten wir hinkriegen. Nachdem wir unseren Lappen abgeben mussten, nachdem wir über zwei rote Ampeln gefahren sind. So, die ist grün. Hat man gerade ganz, ganz leicht nur unten am Rand gesehen. Aber wir haben keinen Unfall gebaut. Und wir hatten auch mega Glück, dass da niemand in der Einbahnstraße uns entgegengefahren gekommen ist. Ja, eigentlich war ja die Strecke anders geplant, aber ich habe zweimal die Einfahrten übersehen. Ich finde stellenweise der Pfeil hier, der verwirrt mich ein bisschen. Can you turn on the AC? Oh ja, wir können die Klimaanlage einschalten. Kleiner Moment, da muss ich aber mal kurz stehen bleiben, weil ich habe das Auto noch nicht lang. Ich weiß nicht so genau, wie das hier funktioniert. Klimaanlage. Thanks. Sehr gerne. Kann es sein, dass wir 28 Grad im Auto haben? Radiolautstärke, Klimaanlagen, Modus ändern. Hochdrehen? Runterdrehen. Kann ich hier auch irgendwie Temperaturen einstellen? So eine Klimaautomatik? Nee, irgendwie nicht. Also wir kühlen jetzt gerade das Auto. Wir haben anscheinend 28 Grad hier in Barcelona gerade und wir haben 28 Grad im Auto. Gut, bei 28 Grad im Auto wäre ich wahrscheinlich schon zweimal gestorben. So, das ist das, was ich meine, was ich so verwirrend finde.
laut dem Pfeil sind wir noch nicht an der Kreuzung. Ja, oder noch nicht an der Position, wo wir abbiegen müssten. Ja, wenn ich jetzt hier einfach mal weiterfahre, bis ich bei der Kreuzung bin, habe ich schon zwei Unfälle gebaut und bin schon über die Kreuzung drüber. Das ist es, was ich irgendwie so ein bisschen meine. Was mich so immer so verwirrt mit diesem Symbol da. Deswegen fahre ich auch sau oft an den Straßen vorbei. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch da so ein bisschen verwirrt seid. Ich meine, im Grunde genommen, wenn keine andere Straße gerade in der Nähe ist, ist es noch okay. Dann weißt du genau, okay, es ist jetzt hier nur die Straße, da musst du abbiegen. Wenn du jetzt aber die Stelle auf der Map hast, wo wirklich eine Straße an der anderen kreuzt, dann blickst du nicht mehr durch. Dann weißt du nicht mehr genau, hä, stehst du jetzt an der Straße oder stehst du an der? Musst du jetzt schon abbiegen oder nicht? Ja, das ist so ein bisschen verwirrend. Aber gut. Das ist eine Kleinigkeit, kann man bestimmt auch irgendwann mal fixen. Also das wird bestimmt noch irgendwann ein bisschen besser erkenntlich. So, jetzt sind wir laut Pfeilsymbol mitten auf der Kreuzung. Ja, wir sind... eigentlich sind wir schon fast über die Kreuzung drüber. Ich meine, bei diesen großen, breiten Straßen geht es noch. Wie gesagt, bei den kleinen Nebengassen ist es echt schwierig, da die richtige Einfahrt zu finden, stellenweise. Der vor uns ist übrigens gerade mal wieder über Rot gefahren. Und ich hatte ja auch vor vielen Folgen mal bemängelt, dass man hier im Fahrzeug nicht den Sprit sehen kann, aber hier bei dem Fahrzeug ist das wahrscheinlich der weiße Balken hier unten. Schade, dass halt da kein Symbol hingemacht wurde, dass man wirklich erkennt, dass es der Sprit sein soll. Und bei dem ersten Fahrzeug hat man hier so einen orangenen Balken an der Seite irgendwo gehabt und der gibt an, wie viel Sprit man hat. Aber ohne Symbol oder ohne Erklärung kann man das nicht wissen. Aber man kann es natürlich rausfinden. Bei dem Fahrzeug sieht man, dass hier der weiße Balken hier unten immer weniger wird, je mehr wir fahren. Deswegen, das kann nur das bedeuten, dass es der Sprit ist. Ich muss jetzt gerade mal Gas geben, damit ich hier rüberkomme auf die andere Spur, weil hier... Ah ne, doch, hier geht es doch geradeaus. Ich habe gerade nur gesehen, dass da ein Pfeil nach links auf der Straße angezeichnet ist. Aber das war auch geradeaus oder nach links. Da hätte ich gar nicht den überholen müssen. Na gut, ich sehe jetzt gerade die Ampel hier nicht. Da müssen wir gerade mal die Sicht ändern. Jawohl. Na, da vorne ist ein Blitzer, den beachten wir jetzt einfach mal nicht. Fahren wir einfach mal dran vorbei. Ich muss hier aber gerade mal die Spur wechseln. Das müsste diese Spur sein, auf die wir fahren sollen. Entschuldigung. Manche Straßen haben aber echt Probleme mit dem Force Feedback. Da hast du richtige Störungen im Force Feedback wirklich drin und kannst kaum die Spur halten, weil du voll dagegen drücken musst. Das ist aber nur bei manchen Straßen so, ist nicht bei allen. Aber das müsste den Entwicklern bekannt sein, weil sich da viele drüber beschwert haben, dass das stellenweise nicht ganz so gut ist. Mit dem Force Feedback. Und mit dem Lenkrad-Support. Bei mir ist auch zum Beispiel, ich kann eine Taste lustigerweise nicht belegen. Von meinem Shifter. Ich habe ja hier am Shifter noch ganz viele Tasten dran, ganz viele Knöpfe. Beim Logitech G25 war das ja noch so. Und ich kann alle Tasten belegen, außer eine. Wird einfach nicht erkannt. Es ist auch nur so ein Fehler, der da drin ist. Aber naja. Oh, rote Ampel. Das kann sein, dass es schon zählt, als wäre ich über Rot gefahren. Ich habe die gerade ultra spät wahrgenommen. Aber die Leute können noch drüber laufen, also alles gut. Die ist grün, da können wir ganz normal drüber. Ah nee. Das Navi ist halt auch noch so eine kleine Baustelle. Ich meine, es führt einen zum Ziel. Aber das zeigt manchmal einfach die falschen Fahrspuren an auf der großen, breiten Straße. Da musst du plötzlich von der ganz rechten Spur, sollst du laut Navi, auf die ganz linke Spur rüber, um dann 2 Sekunden später wieder auf die ganz rechte zu wechseln, obwohl du dann wieder auf die ganz linke sollst, weil du links abbiegen sollst.
darfst du dich nicht drauf verlassen. Wenn du es halt von anderen Spielen gewohnt bist, dass sie die richtige Fahrspur anzeigen, wie zum Beispiel On the Road und so weiter, da bist du hier auch so ein bisschen aufgeschmissen. Oder ein bisschen verwirrt. Hier haben wir wieder so einen schönen beleuchteten Fußgängerüberweg. Irgendwie finde ich es ja wirklich cool, dass diese Fußgängerüberwege so beleuchtet sind. In Deutschland hast du ja dann so Masten drüber und oben so zwei hässliche Lampen. Aber hier hast du das im Boden drin, ist eigentlich schon ganz schick. Ob so sinnvoll und weiß man nicht, aber ansonsten ja, cool. So, jetzt sagt das Navi wieder, es soll gleich auf die ganz rechte Spur rüber. Gucken, ob das so korrekt ist. Und ja, der weiße Balken unter dem D, der wird weniger, das heißt, es muss eigentlich der Sprit sein. Was macht die Geduld? Sieht gut aus. So, es soll immer noch weiter auf die rechte Spur. Also noch eine weiter. Laut Navi, jetzt soll ich wieder auf die fahren. Jetzt wieder auf die rechte. Jetzt wieder auf die linke. Jetzt wieder auf die rechte. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind uns einig geworden. So, hier geht's nach rechts. Übrigens habe ich gemerkt, als ich hier zu der ersten Herausforderung gefahren bin, dass man sogar hier die Sonnenblenden runterklappen kann. Auch ein schönes Feature. Und was mir noch aufgefallen ist, dass man sogar hier innen drin die Beleuchtung anschalten kann. Kann ich an der nächsten Ampel mal demonstrieren? Auch eine schöne Spielerei. Man kann in den Autos schon recht viel machen. Das muss man wirklich lassen. Ich glaube, während der Fahrt, wobei doch, kriege ich es auch angeschaltet. Macht schön hell hier drinne. Bringt einen natürlich überhaupt nichts, weil man braucht es ja nicht. Bringt einen ja nichts. Während der Fahrt das Licht drinne anschalten in der Nacht ist doof, weil dann siehst du weniger nach draußen. Das ist nicht so förderlich. Und da man ja, sobald man halt bei einem Fahrgast ankommt, eine Zwischensequenz hat, eine kleine oder eine kleine Sequenz hat, kannst du sowieso das Licht nicht an- oder ausknipsen. Bringt dir nichts. Wenn der Fahrgast eingestiegen ist, weißt du schon, wo es hingeht. Brauchst du auch kein Licht mehr. Theoretisch braucht man es nicht. Praktisch aber eine schöne Spielerei. Was, glaube ich, bei dem Spiel auch ganz cool wäre, wäre so ein Multiplayer. Wobei, ja, bei den kleinen Gassen, Einbahnstraßen, da können andere Spieler einen schön auf den Sack gehen, wenn die Straße einfach da blockieren. Aber an sich, glaube ich, wäre sowas auch ganz cool. Hier zusammen Taxi fahren durch Barcelona, eine wunderschöne Stadt, durch die engen Gassen durch. Ich meine, ich verstehe es ja, dass man sowas nicht oder bei vielen Simulationen einfach nicht mit dabei hat. So ein Multiplayer verstehe ich auf eine gewisse Art und Weise. Die wenigsten Leute spielen, soweit ich weiß, Multiplayer. Die meisten spielen doch immer noch Singleplayer-Spiele. Weil man das halt auch einfach mal entspannt irgendwie nach der Arbeit machen kann, kannst du mal die Klappe halten, spielst einfach ein bisschen, gut ist. Ja, Multiplayer brauchst du doch irgendwie dann immer Freunde oder bist halt mit irgendwelchen komischen Leuten manchmal da im Multiplayer dann, die einfach nur auf Randale aus sind. Oh, ich bin schlecht hier reingefahren. Ich bin wirklich schlecht hier reingefahren. Ich schäme mich. So, ich kurbel mal mit meinem Lenkrad ein bisschen, dass wir von dem Bürgersteig wieder runterkommen. Jetzt müsste es passen. Such a pleasure riding with you. Ja, das freut mich. Chloe Wilson. Chloe Wilson wäre ein schwerer Auftrag, lange Fahrt, viel Geld. Oh, wir haben auch hier schon viel Geld bekommen. Boah, so haben wir den Vito aber schnell gekauft. Den Auftrag machen wir. Nee, so entspannt einfach abends ein bisschen datteln ist halt Multiplayer manchmal schwierig. Klar, ist lustig mit Freunden und so weiter und so fort, aber ich persönlich bin ja auch so jemand, ich spiele meistens Singleplayer. Selten, dass ich mal irgendwas im Multiplayer spiele, wenn dann mit Katrin oder halt Freunden, die ich so noch kenne, von der Schulzeit oder halt mit Familie mal Multiplayer. Ja, sowas geht. Aber halt mit irgendwelchen wildfremden Leuten spiele ich nicht so gerne Multiplayer, muss ich zugeben. Weil man dann doch auch oft Situationen hat, die einen dann irgendwie, ja, ein bisschen so im Spielen stören. Klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn man halt oft schon Multiplayer-Partien gespielt hat, ich habe auch eine Zeit hinter mir, oh, rote Ampel, da habe ich jeden Tag irgendwie Multiplayer-Spiele gespielt. Ja,
Und da hast du auch immer Leute dabei gehabt, die einfach nur da mitgespielt haben, um einen zu trollen. Und das hat sich halt irgendwie eingebrannt. Dann hat man irgendwann so ein bisschen die Lust verloren. Oh, was ist denn das für eine coole Straße? Ja, zum Beispiel Flashing Lights. Da hast du zum Beispiel, ich glaube, 16 Leute konnten da mitspielen oder können da mitspielen bei dem Spiel. Und dann spielst du das mit 15 Leuten oder mit 14 Leuten, die wirklich ernsthaft da ein bisschen spielen wollen und sich einigermaßen an Verkehrsregeln halten, einigermaßen realistisch da spielen, versuchen und ordentlich spielen. Und dann gibt's immer ein, zwei Leute, die einfach dich die ganze Zeit wegrammen. Ja, wirklich wegrammen, Straßen blockieren, dir deine Arbeit erschweren, dich nicht richtig spielen lassen. Das kommt halt dann gerne mal vor. Und dann verliert man halt irgendwann die Lust auf Multiplayer. Beziehungsweise spiele ich halt dann nur noch halt hauptsächlich mit Leuten, die ich halt kenne. Persönlich, wo ich weiß, mit denen kann man ganz ordentlich spielen, kann man ganz viel Spaß haben. Und da weiß man genau, okay, die trollen nicht. Es ist dann... Ist ja nicht nur bei dem Spiel so. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich GTA anschaut. GTA Online. Aber ich meine, da ist auch Rockstar Games so ein bisschen dran schuld. Ich habe auch GTA Online mit Katrin eine Zeit lang gespielt, weil wir es einfach lustig fanden, da ein bisschen Aufträge zu erledigen, ein bisschen durch die Gegend zu fahren, Rennen zu fahren. Ja, sich gegenseitig vielleicht mal ein bisschen auf den Sack zu gehen, aber dann ist das immer auf so eine spaßige Ebene gewesen. Aber wenn du halt da stellenweise unterwegs bist, wirst halt alle paar Minuten von irgendjemand gekillt, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Auch wenn du mit denen gar nichts zu tun haben möchtest, du wirst halt einfach gekillt von irgendeinem fliegenden Moped. Ja, wo du dir so denkst, what the fuck hat das mit GTA zu tun? Oder mit Alien-Waffen. Hä? Nee, weiß ich nicht. Oh Gott, wir haben die Parkhilfe noch an. Was piep, piep, piep. Ich bin halt mal gespannt, wie das dann in The Bus mal später ist. Ich meine, Simulationsspiele, je realistischer die Simulationsspiele sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, so ist meine Erfahrung eigentlich, dass je realistischer das Spiel ist, desto realistischer wollen die Leute spielen, desto weniger wird da irgendwie getrollt. Aber selbst wenn ich damals an meine Microsoft Flight Simulator X-Zeit zurückdenke, gab es da immer Leute, die die ganze Zeit so dumm um dich rumgeflogen sind, dass du keine Lust mehr hattest, irgendwie da im Flugsimulator rumzufliegen. Weil ich die ganze Zeit einfach nur bedrängt habe mit dem Flugzeug, durch dich durchgeflogen sind, ständig irgendwie wie ein Stein in den Boden reingeflogen sind und lauter so ein Zeug, da denkst du dir, nee, dann spielst du lieber alleine, da hast du nicht so komische Situationen da. Ich wollte gerade sagen, unser Navi-Ziel ist irgendwie weg. Aber wenn man zum Beispiel, wenn ich so an Simrail zurückdenke, als ich da auf dem öfters mal im Multiplayer gefahren bin, da haben sich alle Mühe gegeben, da gab es niemand, der getrollt hat, keiner, der irgendwelche Probleme gemacht hat und so weiter und so fort. Das war auch richtig gut. Das war richtig gut. Auch muss man sagen, jetzt mittlerweile im Microsoft Flight Simulator habe ich diese Situation damals vom FSX auch nicht mehr erlebt. Also, dass da irgendwelche Leute ständig wirklich nur da sind, um einen zu trollen, weil sie irgendwie nicht fliegen können oder einen nur auf den Sack gehen wollen, keine Ahnung, hatte ich da auch nicht mehr. Vielleicht wird es ja auch langsam besser, dass da weniger getrollt wird, aber ich... Wenn da viele so gebrandet sind von der damaligen Zeit, dann spielen die halt lieber, glaube ich, Singleplayer. Mit einer schönen KI mit dabei. Mit so einer kleinen Koop-Möglichkeit ist immer ganz nett. Wenn du mit irgendwelchen Bekannten halt zu zweit oder so irgendwelche Spiele durchzocken kannst, ist auch schön. Das ist auch okay. Oder halt wirklich die Spieleranzahl begrenzt. Das ist dann auch immer cool. Begrenzt ja die Spielerzahl auch meistens, ist das so... ordentlicher wird gespielt, weil du dann halt meistens wirklich nur mit Freunden und Bekannten spielst. Ist dann natürlich doof für Leute, die einfach mit anderen spielen wollen, nichts Doofes vorhaben und so weiter, aber... Ja, naja. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Ja, ich auch. Wir machen mal auf interessiert. Yes, it's been a work in progress for many years. Would you mind sharing if you know? Ja. They're aiming to complete it on the 100th anniversary of Antoni Gaudi's death. That's a long time. But I bet it will be worth it. Ja, stimme mir mal zu. A true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know. I love everything about it. Oh, I can't wait to see it in all its glory. Sie wirkt unglaublich sympathisch. Schön gut gelaunt, freudig, interessiert. Ah, netter Fahrgast. Und so ein Multiplayer ist halt immer dann so ein Punkt, der halt ständig auch irgendwelche Pflege braucht, Wartung und so weiter. Und
muss direkt am besten vom Beginn der Programmierung aus beachtet werden, habe ich schon öfters mal gehört. Nimmt halt unglaublich viel Zeit und Arbeit in Anspruch. Und dann spielen es vielleicht nur ein paar Leute. Ist halt schwierig. Gerade für so kleinere Spiele. Ja, wenn du dann halt ein Spiel laufen hast, musst du vielleicht dann auch die Server am Laufen halten. Die kosten ja auch Geld und so weiter. Joa. Also wenn du selber halt als Spieleentwickler Server zur Verfügung stellst und so weiter. So, ich denke mal, es ist grün, jawohl. So, jetzt haben wir wieder hier so einen komischen Spurwechsel. Was macht denn die Geduld von der guten Frau? Sieht wunderbar aus. Der eine fährt wieder voll über Rot. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den The Bus Multiplayer. Schauen, wie der so wird. Gucken, wie realistisch da gefahren wird. Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass da doch bestimmt eine ordentliche Atmosphäre herrschen wird. Gehe ich mal davon aus. Mal gucken, wie es im Lotus Simulator früher oder später mal ist. Der wird ja dann wahrscheinlich nochmal eine Stufe realistischer, denke ich mal. Vielleicht grafisch nicht ganz so geil, aber ansonsten bestimmt auch sehr realistisch. So in Richtung OMSI geht das ja dann vom Realismus her. Okay, ich weiß nicht, ob ich darüber wechseln sollte. Ich habe ein bisschen Angst wegen der anderen Person da drüben. Ja. War die Ampel echt rot? Habe ich nicht gesehen, weil der... Ups. Habe ich gerade überhaupt nicht wahrgenommen, dass da eine rote Ampel ist. Ich bin einfach dem gefolgt, aber wahrscheinlich ist der auch voll über Rot gefahren. Ich finde es ja auch immer schön, wenn Spiele eine Multiplayer-Möglichkeit haben, aber ich nutze es halt so gut wie nie. Aber ich bin immer ganz glücklich drüber, wenn ich weiß, jo, das Spiel hätte Multiplayer. Falls Katrin oder irgendjemand anderes Bock hätte, das zu spielen zusammen, könnte man das zusammen spielen. Das ist halt dann immer so mein Part. Ich finde es einfach schön, wenn ein Spiel einen Multiplayer-Part hat, damit man wenigstens die Möglichkeit hätte. Wenn man Bock hat. Komme ich nicht drauf klar, dass ich gerade voll über Rot gefahren bin, nur weil ich dem anderen gefolgt bin. Folge niemals anderen Autos im Straßenverkehr. Man weiß nie, was die für einen Kack machen. So, die Ampel war auf jeden Fall grün. Es wird Punkteabzug geben. War die Ampel gerade auch wieder rot? Ich fahre heute schon zu lange. Taxi, Bus, ein Alaska Road Trucker ist unterwegs gewesen. Ich fahre einfach heute schon viel zu lange. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut auf die Straße konzentrieren. Das ist aber auch, warum man in der Realität nach ein paar Stunden halt mal eine Pause einlegen sollte. Ich bin ja auch schon mal 7,5 Stunden am Stück mit dem Auto gefahren, aber danach... Oh, da hätte man was entdecken können. Jawohl. Kirche unserer lieben Frau von Bethlehem. Cool. Ja, aber so nach 7,5 Stunden war ich auch wirklich voll am Arsch, ohne Pause durchgefahren. Da war ich auch wirklich fertig. Ich meine, ich war allein unterwegs, ich war voll konzentriert auf die Fahrt und so weiter, alles kein Problem, aber man hat es halt dann irgendwann doch gemerkt, dass man jetzt keinen Bock mehr hat, Auto zu fahren, man hat keinen Bock mehr gehabt, im Auto zu sitzen. Ich habe die Piepser jetzt einfach mal angelassen. Ich finde, man sollte hier die Möglichkeit oder die Funktion einfügen, dass es so wie in der Realität ist. Ja, dass Autos, die sowas haben, das System. Klar, es gibt Autos, die haben das System. Da musst du, wenn du einpackst, das ist aber die ältere Reihe, würde ich mal sagen, da musst du die Piepser von Hand einschalten, wenn du sie brauchst. Ja, das war bei meinem vorherigen Auto auch so. Mein jetziges Auto, was ja eigentlich auch schon alt ist, neun Jahre mittlerweile ist es schon alt, hat schon eine neue Generation Piepser drin, die schalten sich automatisch ab einer gewissen Geschwindigkeit quasi ein. Und auch nur, wenn das Auto merkt, er will parken. Ansonsten piepst da nichts. Das wäre halt schön, wenn man die Funktion hier auch drin hätte. Da wird das nicht hier, wenn man mit 50 Sachen an Autos vorbeifährt, anfangen zu piepsen. Ah, hier müssen wir geradeaus, nicht rechts. Schöne kleine Gasse wieder. Gefällt mir. Da müssen... Nee, das ist die Garage. Wollte gerade sagen. Ja, da müssen wir hin. Nee. Hier hätten wir wieder eine Herausforderung. Bei, haben wir die schon... Haben wir die schon gemacht? Ah, das ist die, was wir schon gemacht haben. Oder nicht? Nee. Hat
Hatten wir ihn schon? Nee, die hatten wir nicht. Aber war das nicht auch hier an der Position? Übrigens, die Fahrten, die man schon abgeschlossen hat, die sind alle hier dunkel markiert. Die man schon mal hatte. Ich habe eigentlich gedacht, das spawnen eigentlich immer random neue. Aber anscheinend sind das alles vorgegebene Fahrten, die man anscheinend jedes Mal auch wiederholen kann. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Herausforderungen zur Verfügung. Naja. Herausforderungszeit ist irgendwann anders wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir auch an den roten Ampeln wirklich stehen bleiben. Probieren es einfach mal aus. Hier ist aber auch was los. Und die Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 3.18 Uhr nachts. Und es ist so unglaublich viel los hier. Was ist denn hier los? Um 3.18 Uhr in der Nacht. Ich bin am überlegen, ob wir dann für die nächste Folge werden wir wieder mal in die Garage fahren. Weil wir haben in der Garage die Möglichkeit, Zeit zu überspringen. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir einfach mal ein paar Stunden überspringen, damit wir jetzt nicht nur 2, 3, 4 Folgen irgendwie hier in der Nacht unterwegs sind. Das ist, glaube ich, jetzt die zweite Folge in der Nacht. Und ich glaube, das reicht dann auch mit der Nacht. Wir sind zwar jetzt bald am Morgen, aber ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Fahrt für die Folge. Wobei, wenn wir jetzt noch eine Folge starten, haben wir vielleicht einen schönen Sonnenaufgang dann dabei. Ja, eigentlich könnten wir auch durchziehen. Weil wenn wir jetzt, wie gesagt, durchziehen, dann müssten wir eigentlich einen wunderschönen Sonnenaufgang haben. Und das wäre doch auch cool. Ein schöner Sonnenaufgang hier in Barcelona erleben. Take care. Ja, ebenso. Gut. Bewertung, 3 Sterne, ist okay. Was haben wir alles falsch gemacht? Rote Ampel, genau. Fahren entgegen der Fahrtrichtung, ehrlich? Wann das? Entschuldigung. Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Okay. Okay, nehme ich an. Habe ich alles versaut. Okay. Aber wir haben trotzdem 102 Trinkgeld bekommen. Und insgesamt 1119 für den Auftrag. Krass. Ich wollte jetzt mal gucken, wie viel Geld wir haben. Wo konnte ich das nochmal sehen? Das konnte ich, glaube ich, hier sehen. 4591 haben wir nur? Ich habe eigentlich jetzt gehofft, dass wir schon 10.000 zusammen haben. Aber nein, ich will mir den Vito kaufen. So, der nächste Auftrag wäre jetzt irgendwo dann wahrscheinlich hier oder dort oder dort. Wahrscheinlich eher dort. Interessante Street Art. Ach, Street Art können wir auch entdecken. Okay, naja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Genau, würde dem Kanal weiterhelfen und dir natürlich Vorteile verschaffen. Und falls du auf der Suche bist nach diesem Spiel oder nach anderen Spielen, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link Spiele kauft, kosten euch die Spiele nicht mehr, aber ihr unterstützt gleichzeitig den Kanal. Genau. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.